Good night. Und der Rüde, das war ein richtiger kräftiger, ich dachte, um Gottes Willen, der hatte solche Eier. Der ist breitbeinig gegangen. Ja. You know, Beppi is a very rich man. He just pays with 500 euro notes. Okay, so I take whipped cream with a coffee and also with a cake. Okay. Danke, Beppi. Thank you very much. Andra tutto bene. Ja, genau. Ist immer noch mein Song. Genau. Andra tutto bene. Alles wird gut. Ja. In den Senegal. In den Senegal. Da habe ich einen Freund. Ja. Und den habe ich in München kennengelernt. Mhm. Einen Schwarzen. Mhm. Und sowas von Schwarz habe ich noch nie gesehen. Und was das ist? Das habe ich in Italien im Müll gefunden. Ich kann an dem Müll, wenn ich komme, dann muss ich nachschauen. Ja, auch mit den Scherben. Ne? Du sammelst gerne Scherben auf. Genau, wo hast du die Scherben nochmal? Genau, damit hast du dein. Ist das der Küche? Ne, das sind Schubladen. Genau. Hallo Beppi! Hallo Beppi, wie geht's dir? Und Ella, ne? Sie hieß doch Ella, oder? Ja. Ja, genau. Und der Cotton ist auch dabei, ne? Cotton ist auch dabei. Mein alter Freund Beppi. Du Vorgreiter. Da hast du. Wo kann ich mich hinstellen? Also pass auf, hier ist alles voll. Ja. Erst habe ich mir gedacht, hier ist er, ne? Und da draußen ist umsonst. Da stehst du direkt hier. Lass mal sehen. Gucken. Wo meinst du? Hier? Ja. Das ist doch super, Schahir. Das reicht aus, das ist super. Ja, fahr gleich. Ich fahre direkt hin. Ja. Bis gleich. Ja, ich bin jetzt hier in Bad Reichenhall, genau, auf dem Wohnmobilstellplatz. Und hier ist ein alter Freund von mir aus Italien, den ich im letzten Jahr auf meiner Italien-Tour kennengelernt habe, Beppi. Und den besuche ich heute auf dem Weg in die Türkei. Ja, und der hat mir gerade einen kleinen Platz gezeigt, einen Parkplatz praktisch neben dem Wohnmobilstellplatz, der noch frei ist. Und da stelle ich mich so einfach drauf. So cool. So I just positioned my car beside the van of Beppi, who is also a passionate traveler. And the best thing is it's for free because this is just a car park, an ordinary car park here. It doesn't belong to the camping site. Sehr gutes Mikrowelle, da mache ich alles damit warm. Die hattest du aber schon vor 2 Jahren auch, ne? Ja, ja. Mikrowelle, genau. Ja, Leute, ich freue mich sehr. Yes, I'm very happy to meet Beppi again. Jetzt machst du den Kaffee warm in der Mikrowelle, oder? Ah, okay, so he's heating up the coffee in the microwave oven. And, you know, Beppi is a very rich man. He just pays with 500 euro notes. And I still have one 500 euro note, so he gave it to me. Two years ago. Ich habe noch deinen 500 Euro Schein. Ja, den hattest du mir beim letzten Mal auch gegeben. Hast du nicht gebraucht, ne? Noch nicht. Noch nicht gebraucht. Aber ich möchte ihn mal einfach mal so im Zug irgendwo so zufälligerweise liegen lassen. Ja.
und bin dann einfach gespannt auf die Reaktion. Okay. Das ist Italien. Ja. Das ist alles Italien. Genau. Und immer noch deine Pizza-Abdeckung hier. Ja, it's crazy. This van, it's crazy. Weißt du, Betty, ich spreche relativ viel jetzt auf Englisch in meinem Kanal, weil ich viele englischsprachige Zuschauer habe. Follower, ja. Genau, und damit die auch daran teilhaben können, ja, spreche ich meistens Englisch. Ja. So, his van is really very crazy. You can go to one of my videos, no, actually two or three of my videos. I already introduced this van for outside and inside of Beppi. And you can take a look at it. So I will link it here in the video. You can take a look at it if you want. So now we are going to have coffee time with nut cake. So Beppi, okay, he's brewing a coffee now, and we are enjoying coffee. Nein, nur Milch. Aber es geht auch ohne Milch. Wenn du keine Milch hast, ist auch kein Problem. Ja, aber Sahne. Ja, okay, ein bisschen Sahne. Ja? Okay. Okay, so I take whipped cream with the coffee and also with the cake. Okay, danke, Beppi. Thank you very much. And yes, Beppi just asked me a very delicate question. Beim letzten Mal wolltest du mir deinen Lieblings-italienischen Song vorspielen. Da hatten wir das gleiche Thema. Mhm. Ich komme nicht auf den Namen, aber du weißt bestimmt, ja, wovon ich rede. Andra tutto bene. Ja, genau. Ist immer noch mein Song. Genau. Andra tutto bene. Alles wird gut. Ja. Und das ist mein Leitsong. Andra tutto bene. Andra tutto bene. Tutto, alles. Ja, bene, bene gut. Gut. Und Andra ist wird. Ja. So, Beppi, so. You know, we just had the discussion about the music, because there was some music in the background. And, you know, if you have some music on your YouTube videos, it can be music from the radio. You always have an issue with a copyright. Therefore, I asked him kindly, please switch off the music. And now, Beppi, I remember we also talked about this issue 2 years ago. And Beppi's favorite song is called Andra tutto bene. That means everything is going to be good. Everything is fine. It's going to be fine. And this is Andra tutto bene. Yes, bene. Yeah. Es muss gedehnt sein. Yeah. Gut. Okay, so you have to pronounce it in a very long way. Andra tutto bene. Yes. And this is Beppi's favorite song. Okay. Before we come to this delicate issue, so I think we will have coffee time now and we enjoy our coffee time. 2 Jahre war ich 1,5 Jahre in Italien. Mm. Und da fahre ich auch wieder hin. Süden. Und da gibt es so tolle Plätze und einen Platz habe ich, an dem könnte ich sterben, das ist so schön. Wie heißt du denn? Viagra Calabrese. In Kalabrien. Ah. Le Castella heißt der Ort. Le oder D? Le. Das ist D, das heißt aus Castella. Ah, okay, okay. Der Ort heißt Castella. Le Castella. Le Castella, okay, ja. Aus Castella, De Castella. Mhm. Und das ist schön, ich sag dir's. Was ist an Castella so schön? Was findest du da so schön? Was findest du an Castella so schön? Was ist da so schön? Ich stehe da direkt am Meer. Mhm. Ah, okay. Mit Blick zum Meer. Direkt am Strand. Mit einer Insel und so. Direkt eine leichten Anhöhe. Eben, wo man so schön das Meer sieht. Mhm. Und wenn ich in der Früh die Augen aufmache und rausschaue, dann sehe ich mehr. Mhm. Und das liebe ich. Ja, ich auch. Ja, Berge sind auch schön. Aber Meer ist auch schön. Mhm. Und der Strand dort, ist das in Castella, ist das ein Kieselstrand oder ein Sandstrand?
ist ein Sandstrand. Mhm. Und zwar ist dort eine Rarität, da ist der Sand schwarz. Ah, ist das vulkanischen Ursprungs? Genau. Welcher nächstgelegene Vulkan ist denn da? Weißt du das? Ein bekannter? Das sind unterirdische Vulkane wahrscheinlich. Seevulkane? Ja. Ist das, ich frage mal so dumm, weil da möchte ich auch immer mal gerne hin, nach Stromboli und in diese Ecke. Das sind ja kleine Inseln, kleine vulkanische Inseln. Ist Castella, liegt das so geografisch gesehen an der Küste vor Stromboli, wo diese Vulkankette ist? Stromboli kennst du doch, oder? Ja, ja. Stromboli liegt hier. Genau. Hier. Bei Sizilien. Mhm. Etwas nördlich von Sizilien. Das ist hier Kalabrien. Das ist hier alles Kalabrien. Und da ist... Zeig nochmal Kalabrien. Okay, also praktisch die Spitze des Schuhs. Genau. Mhm. Und da... Ich mache dann gerne so ein Einmerk, so, au, so ein Merker drauf, ne, dass ich da weiß, wo ich da war. Ja. Und diese Gegend, das ist der schönste, für mich der schönste Teil Italiens überhaupt. Ja. Mhm. Das ist gigantisch, ist das. Ja, da muss ich mal dahin fahren. Und da ist mein wilder Platz mit den wilden Hunden. Der ist auch in der Nähe. Und in der Nähe ist Crotone. Und Crotone hat letztes Jahr wurden da 30 oder 40 tote Flüchtlinge angeschwemmt. Ah, furchtbar. Ja, weil, wenn du dir vorstellst, hier Tunesien etwa, Algerien, Lampedusa, so etwa. Liegt da ganz unten im Süden. Ich glaube, ich kann es sogar lesen. Da ist Lampedusa, genau. Genau. Und von Algerien sind sie auch rüber. Mhm. Und eben, da hat's also sind angeschwemmt bis zum Gehnichtmehr. Ich habe gar nicht hinschauen können. Also es tut mir wahnsinnig leid. Zu dem Zeitpunkt warst du dort? Ja. Hast du diese angeschwemmten Leichen gesehen? Ich habe sie selbst nicht gesehen, aber ich habe gesehen, wie sie weggetragen wurden. Furchtbar. Circa 50. Ja. Ja, es ist furchtbar. Und das Jahr vorher war ich auch die Gegend und die nächste größere Stadt ist Crotone. Mhm. Und bei Crotone gibt es eine wunderschöne Bucht und da waren Riesenjachten drin gestanden. Mhm. Mafia-Jachten. Nee? Nicht? Nee? Ich bin dann nach Crotone, da bin ich dann immer, habe ich eingekauft und so weiter für meine Hunde. Und da waren die Yachten, da bin ich ins Café gegangen am Hafen. Und da habe ich, und mir ist schon sowas, ich habe schon sowas gehört, dass die Italiener, ne, die Yachten der Russen, der Oligarchen, ja, beschlagnahmen. Ja. Und genau das war sowas. Ah, okay. Und da hat der italienische Staat hat zwei Yachten, Riesenjachten, also wahnsinnig groß, okay, toll. Und die haben es beschlagnahmt und da haben sie ukrainische Flüchtlinge. Das finde ich ja gut. Haben sie, ja. Das finde ich ja gut. Die wurden dort untergebracht, auf den beiden konfiszierten Yachten. Ja, aus Provokation, erst recht. Super, das finde ich gut. Ja. Ja, es ist irre. Ich habe das gesehen, ich habe die Leute auch gesehen. Mhm. Und ich fand es, umwerfend fand ich das. Und also frage mich, wie sich denn die ukrainischen Flüchtlinge auf so einer russischen Oligarchenjacht gefühlt haben. Ja. Also, die fanden das bestimmt auch cool. Die fanden bestimmt. Die haben sich die Hände gerieben. Super. Das finde ich klasse. Erzähl mal, du hast mir gerade erzählt von diesem Hundeplatz. Was ist das, was ist das für ein Hundeplatz? Du sagst, du fütterst da deine Hunde, da ist so ein wilder Hundeplatz.
Das ist 2 Jahre her. Da hier. Mhm. Da ist eine Anhöhe. Und das ist... auch eine Nähe von Crotone. Ja, direkt ein bisschen weiter Crotone. Und das ist das sogenannte Capo Rizzuto. Mhm. Das ist eine Gegend. Ne? Mhm. Und da steht man oben und da sieht man das ganze Meer und die Städte und den Hafen. Mhm. Also ein irrer Ausblick. Mhm. Und da bin ich stehen geblieben. Ne? Mhm. Und kaum stand ich, kommen Riesenhunde her. Große aber Hunde. So große Hunde. Mhm. Und ich dachte, um Gottes Willen und so weiter. Die haben geschwanzelt und haben sich gefreut und haben sich streicheln lassen, waren eher ein bisschen schüchtern, wenn man die Hand ausgestreckt hat. Da sind sie erstmal zurückgegangen und dann habe ich mir sagen lassen, dass es in der Gegend sehr viele wilde Hunde gibt, wie überhaupt in Italien im Süden. Da laufen wilde Hunde rum, Massen. Also du meinst streunende Hunde oder wirklich wilde Hunde? Ja, ja. Die haben kein Zuhause. Ja, okay. Und hattest du da schon Ella, deinen Hund? Ja. Und hat sich Ella mit den wilden Hunden verstanden? Bestens. Ella hat, das waren also zwei Weibchen und ein Rüde. Ne? Mhm. Und der Rüde, das war ein richtiger, kräftiger, ich dachte, um Gottes Willen, der hatte solche Eier. Der ist breitbeinig gegangen. Ja. Aber der hatte viel Testosteron. Und die haben sich bestens verstanden. Mhm. Und da war ich 2 Wochen oben. Und ab und zu bin ich nach Crotone runter, hab für die Hunde was gekauft. Die haben gewartet auf mich. Und wie ich dann gefahren bin, sind sie da und man hat richtig gemerkt, oh, das ist aber schade, dass du jetzt schon fährst. Ne? Ja. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und da haben sie schon gewartet und geschweißt. Also das sowas Liebes, Nettes. Also es war echt ein Erlebnis mit den Hunden. Ja. Und die haben auf mich, auf das Wohnmobil aufgepasst. Haben gelagert da. Das heißt, da war dein Wohnmobil sicher. Ja. Ja. Also das Schöne ist, Leute, Die haben geschlafen. Die sind nicht mehr weggegangen. Ab und zu haben sie ihre Runde gedreht, vor allen Dingen der Rüde. Mhm. Der muss man nachgucken. Mhm. Also das Schöne ist, Leute, wenn ich mit Beppi zusammen bin, Beppi hat so viele Geschichten zu erzählen. Alleine hier die ganzen Erinnerungen, die in diesem Wohnmobil stecken. Du kannst ja hunderte von Geschichten erzählen und ich denke mal, oder ich hoffe, das ist auch ein bisschen interessant für euch. Und alleine schon, wenn ich jetzt wieder dein Trinkgefäß hier sehe, dann erinnert mich das an ein bestimmtes Trinkgefäß, das kennst du wahrscheinlich auch. In Argentinien und Chile trinken die Menschen immer aus diesem Trinkgefäß den Mate-Tee. Ist das ein Mate-Tee-Trinkgefäß? Oder trinkst du Mate-Tee? Nee, du trinkst jetzt Kaffee draus, ne? Ja, ich trinke einen Kaffee. Das ist so ein Isolier. Und ganz einfach Isoliertasse. Ja. Aber die erinnert mich an dieses Gefäß, was die Argentinier immer haben. Kennst du dieses Gefäß, wo die den Mate-Tee draus schlürfen? Mhm. Kennst du das? Nee. Sieht genauso aus. Ja. Das hat auch so eine Art, ja, du hast jetzt einfach hier einen Strohhalm reingemacht, ne? Muss ich dir mal zeigen. Ich wusste es ja nicht. Ich dachte mal, du wärst vielleicht mal in Argentinien gewesen oder so und hättest dir das mitgebracht oder würdest gerne Mate-Tee trinken. Ich war in Südamerika, Argentinien nicht. Noch nicht? Wo warst du denn in Südamerika? Venezuela, Kolumbien, Ecuador. Also oben im Nordosten. Im Norden und im Nordosten. Mexiko. Ja. Okay, das steht auch noch auf meiner Liste. Und ich weiß nicht, ob die da oben im Norden auch Mate-Tee trinken, aber die Chilenen und die Argentinier und auch die Uruguayer, die trinken sehr viel und sehr gerne den Mate-Tee. Baby, sprichst du eigentlich Englisch? Dankeschön. Sprichst du Englisch? Mittel. Mittel. Okay, das heißt, wir sprechen lieber weiter Deutsch. Nee, du kannst Englisch sprechen. Ja? Ja, ja. Ich mache das lieber so, weil ich habe ja auch viele deutschsprachige Zuschauer. Ich übersetze das dann später ein bisschen auf Englisch. Was war deine Frage? Ich bin jetzt auf dem Weg wohin? Türkei. Genau. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Türkei. Und zwar habe ich jetzt Folgendes vor.
Ich denke mal. Hier ist der Cotton und du. Mhm. Du bist alleine sonst. Hä? Mhm. Cotton und ich. Und jetzt habe ich halt folgende Route vor. Ich fahre jetzt dann morgen weiter Richtung Österreich. Darf ich mal unterbrechen? Ja. Morgen und übermorgen ist kein schönes Wetter, also da regnet es. Aber dann kommen zwei super Tage. Und ich, hier gibt es ein, bist du zum ersten Mal hier, oder? Zum ersten Mal, ich kenne das Berchtesgadener Land. Bad Reichenhall? Ich war schon mal in der Therme, ich war auch schon mal hier. Genau. Ja? Ich war schon im Kehlsteinhaus, ich war eigentlich schon an allen touristischen Punkten. Aber was ich mir überlege, das hast du mir ja gerade empfohlen, dieser andere Stellplatz, wie hieß der noch? Hochries? Hast du eben von gesprochen? Hochries, ne? Ja, ja. Dass ich vielleicht da nochmal hinfahre. Aber ich weiß nicht, wenn das Wetter nicht so schön ist, ob es sich lohnt, da hinzufahren. Nee, es wäre die Möglichkeit, dass du zwei Tage hier bleibst. Ja. Und wir gehen mal in die Therme. Die ist wunderschön. Ja, das können wir machen. Gibt schön. Und dann fahren wir Hochries und gehen auf die Hochries. Mit Klettern und allem drum und dran. Das ist eine gute Idee. Da wirst du dein Leben lang dran denken. Das ist eine gute Idee. Weil ich bin ja flexibel. Warum nicht? Ich habe ja Du Zeit hast. Ich hab genug Zeit, das heißt, ich bin flexibel. Ja, das ist kein Problem. Aber ich sag dir mal kurz, so was mein Plan war. Aber wie gesagt, ich bin total flexibel. Wir können gleich nochmal darüber sprechen, was wir vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen machen können. Genau. Mhm. Also zum Beispiel würde ich gerne mal zu diesem Stellplatz auch fahren, den du mir gerade empfohlen hast. Aber eigentlich hatte ich vor, jetzt eben dann Österreich, Ungarn, Serbien und dann von Serbien nach Bulgarien. Mhm. Und in Bulgarien soll es ja auch super sein. Soll es auch super sein, obwohl jetzt mein Hauptaugenmerk liegt schon auf die Türkei. Ich wollte eigentlich so schnell wie möglich in die Türkei, um keine Zeit zu verlieren. Wie lange hast du denn vorgenommen? 2-3 Monate. Mhm. Aber bist du offen? Aber ich bin offen, aber ich werde auf jeden Fall relativ zügig in die Türkei fahren. Aber in Bulgarien, da mache ich nochmal einen Stopp, weil in Bulgarien habe ich auch einen Camperfreund. Mhm. Und den werde ich in der Nähe von Sofia treffen. Mhm. Ich komme jetzt nicht auf den Namen der Stadt, er wohnt in einer kleinen Stadt vor Sofia. Und dann möchte er mir mal seine Stadt zeigen. Mhm. Da werde ich dann, denke ich mal, auch 1 oder 2 Tage bleiben. Und von Bulgarien, das nächste Land ist ja dann schon die Türkei, werde ich dann in die Türkei reisen. Und dann habe ich halt vor, im Uhrzeigersinn die Türkei zu bereisen. Das heißt, Schwarzes Meer. Ich werde dann von Istanbul zuerst mal die ganze Schwarzmeerküste entlangfahren, bis hinten nach Anatolien, bis an die Grenze zu Georgien. Mhm. Ich denke mal, das ist auch ein guter Plan, weil wir haben ja dann schon Ende September. Ich denke mal, da oben im Norden ist es nämlich wesentlich kühler als im Süden der Türkei. Ja. Dass ich noch einigermaßen schönes Wetter mitbekomme. Fahre also die ganze Küste, Schwarzmeerküste entlang, Georgien, dann wieder runter, Georgien, also Armenien. Ja. Und in der Ecke Armenien oder in dem Grenzgebiet Armenien, Türkei, Iran, da ist der höchste Berg der Türkei, der Ararat. Mhm. Der Ararat, das ist wirklich ein hoher Berg, der ist über 5200 Meter hoch. Ja. Da werde ich mich ein bisschen aufhalten. Da stand die Arche Noah. Genau. Das ist die Geschichte. Das habe ich auch gehört, genau. Und von dort aus werde ich mich dann über, ich glaube, die Stadt heißt Gansi, dann gibt es da auch den größten See der Türkei, den Wansee. Dann werde ich bis zum Wansee fahren und dann über Gaziantep, das ist eine große Millionenstadt unten im Südosten der Türkei, dann entlang der Südküste praktisch wieder und der Süd- und Westküste wieder Richtung Zentraleuropa fahren. Mhm. Und gerade an der Süd. Da kommst du ans Mittelmeer dann? Genau, und die Südküste und Schwarzes Meer, Anatolien runter, oben, genau. Mittelmeer.
Griechenland, ne? Genau. Und die Südküste. Ja, Georgien soll ja auch super sein. Georgien, vielleicht mache ich mal einen Abstecher nach Georgien, wenn ich Zeit habe, je nachdem. Ich habe auch in Armenien auch Bekanntschaften, die ich ja, erst vor ein paar Monaten in Bali kennengelernt habe. Die wohnen in Erevan, der Hauptstadt von Armenien. Und kann auch sein, dass ich mal da mal kurz reinfahre und denen einen Besuch abstatte. Und die ganze Südküste und Westküste von der Türkei, die ist ja zugepflastert mit historischen und archäologischen Stätten. Mhm. Ja. Schauen wir mal, was ich mir da alles noch so anschaue. Das ist so mein Plan. Wo waren die Römer? Die Römer und die frühen Christen, die haben dort genau. Ihre Missionsreisen gemacht. Genau, das ist so mein Plan. Ja, super. Ja. Also ich bin immer offen, was die Menschen angeht und manchmal hört man auch aus politischen Gründen, ja, du fährst in das Land von Erdogan. Vom Erdogan, aber egal wie man dazu steht und ich möchte in meinem Kanal eigentlich auch nicht politisch werden, obwohl ich natürlich immer eine Meinung habe, das ist ganz klar, aber ich denke mal, dann gibt es viele Länder, in die man nicht reisen darf, dürfte. Dann dürfte man auch vielleicht nicht nach China reisen oder in viele afrikanische Länder, wo autoritäre Regime herrschen. Ja. Und ich denke, man muss unterscheiden zwischen der Politik und den Menschen, ja. Glaube ich schon. Ja, ja. Ja, ich muss dazu sagen, ich war da mit zwei Frauen, meine spätere Ehefrau und einer Freundin unterwegs. Ne? Mhm. Und die sind also wirklich in der Türkei, sind die links liegen gelassen. Die Männer, die haben nur mit mir gesprochen. Mhm. Wir sind zum ersten Mal auf einem Markt. Und meine Frau ist sehr sprachbegabt und hat sich da schon was zurechtgelegt auf Türkisch und so, das will sie und das will sie. Und da gehen wir hin und der hinterm Obststand, der schaute nur mich an und ich habe dann so gemacht, er soll doch mit meiner Frau, weil sie spricht ja jetzt, nee, hat nur mich angeguckt. Und dann... Und die Grube, das war die andere, das Gleiche, und wir sind dann weggegangen. Und dann hat die Grube gesagt, die Freundin hat gesagt, scheiß Muftis. Und ja, wirklich, wortwörtlich, scheiß Muftis. Und so ist uns öfter gegangen. Und dann irgendwann habe ich auch gesagt, das ist also wirklich nicht schön. Wir wurden eingeladen zu einer Hochzeit. Die haben nur mit mir gesprochen. Ja. Die zwei Frauen, die saßen nebenan, die haben gesagt, jetzt gehen wir, das ist uninteressant. Wir werden überhaupt nicht berücksichtigt. Ja. Ne? Als ob wir Luft wären sozusagen. Ja, ja. Und das habe ich dann, und ein paar so Sachen in der Türkei und so, was so auch typisch orientalisch männlich ist und so. Das kann ich mir vorstellen. Und das mag ich nicht. Ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Das hat natürlich gewisse Gründe, kulturelle Hintergründe, ob man die jetzt nun mag oder nicht, das ist klar. Aber ich kann die Reaktion dann von deinen weiblichen Begleitungen oder von den Frauen generell natürlich verstehen, die eben eine andere Kultur gewöhnt sind. Das ist ganz klar. Wo würdest du gerne hin? Nach Afrika? Oder in die afrikanischen Länder? In den Senegal. In den Senegal. Da habe ich einen Freund. Ja. Und den habe ich in München kennengelernt. Einen Schwarzen. Und sowas von Schwarz habe ich noch nie gesehen. Und es heißt, im Senegal gibt es die schwärzesten Schwarzen. Wirklich? Wenn es sowas überhaupt noch gibt. Okay. Ja, auf jeden Fall ist es, hat mich der eingeladen. Und der hat in München gearbeitet. Und hat gute Arbeit gemacht am Bau und so weiter und hat sich im Senegal am Atlantik hat er sich eine kleine Feriensiedlung gebaut und die vermietet er. Und da lädt er mich schon Jahre ein, dass ich da mal hinkomme. Und jetzt wäre es zum dritten Mal, weil einmal bin ich hingefahren, er wollte ich hinfahren. Und das war damals mit meiner Frau noch, da wollten wir dann über Portugal, da sind wir nach Portugal und da wollten wir übersetzen nach Marokko und eventuell weiterfahren. Aber meine Frau, die hat sich dann das Bein gebrochen in Sizilien. Ne? Weil von Palermo kann man übersetzen nach Tunis. Genau. Und dann kann man quer runterfahren. Im Senegal ist ja so im oberen Drittel. Ne? Kommt Marokko,
Mauretanien, Sahara, und dann kommt schon der Senegal. Aber es hat nicht geklappt, und dann andermal war Corona dazwischen, da konnte ich nicht übersetzen nach Afrika. Ist das noch einer deiner Pläne? Also möchtest du irgendwann mittelfristig nochmal oder einmal mit dem Wohnmobil in den Senegal reisen? Ja. Und welche Route möchtest du dann nehmen? Über Tunesien oder direkt über Marokko, Westsahara, Mauretanien, Senegal? So in etwa, aber ich habe einen Bekannten, den habe ich auch in Italien letztes Jahr kennengelernt. Der war auch mit seinem Vierrad-Rover unterwegs und so weiter, und der macht Sahara-Durchquerungen, Nordsahara. Ja, ja, ne? Ja. Also Nordafrika. Ja. Und der hat mich eingeladen. Ah, okay. Und der war gerade auf dem Weg von Palermo, Sizilien, nach Tunis, weil in Tunis hat er eine Wohnung, und von dort organisiert er und macht hier in Nordsahara, die ganze Nordafrika macht er. Okay. Und der hat mich eingeladen. Mhm. Und diesmal vor 4 Wochen hat er sich wieder gerührt, weil er auch wieder zu Hause war in Deutschland. Und hat er gesagt, Baby, was ist denn los, kommst du? Dann sage ich, ja, weil letztes Jahr wollte ich es machen. Mhm. Aber dann ist meine Enkeltochter dazwischen gekommen. Richtig, genau. Genau. Da hast du mir das Foto von gepostet. Ja. Wie alt ist sie jetzt? Ein Jahr? Jetzt ist gut ein Jahr. Ja. Und da war ich auch auf dem Weg. Das war dann die erste Einladung von dem. Und da dachte ich, das mache ich jetzt. Mhm. Und dann hat meine Tochter gesagt, ja, dass ich Opa werde. Und da war es natürlich vorbei, weil da wollte ich wieder zurückfahren. Ich wollte dabei sein, wenn ich schon Opa werde. Genau. Ist das erste Mal, dass du Opa wirst? Ja. Und wie heißt deine Enkeltochter nochmal? Leonie. Leonie, ja, genau. Genau, da habe ich das Foto von gesehen. Das hast du mir ja gezeigt. Ah, hast du es hier aufgehängt? Wo ist Leonie? Ah, ja. Herzl. Über dem Herzl. Nee, hier. Yeah. Genau. Und dort auch, ne? Ja. Genau. Das ist die Leonie. Schön. Vidi, vidi, vici. Genau. Und dann habe ich draus gemacht, ich kam, sah nix und siegte trotzdem. Das finde ich ja auch toll. Hier, diese Ringe hier. Trägst du die manchmal auf? Ja? Diese Ringe hier, trägst du die manchmal auf? Ja. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also das wird immer mehr. Jedes Jahr wird das mehr. Ich kann mich noch daran erinnern. Aber jetzt passt nichts mehr hin. Ach, da, hier, guck mal hier. Hier bekommst du noch was hin. Also das kannst du ja alles in die Breite bauen. Ich habe mit dem so viel Arbeit gehabt, aber es hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Oh, hier hast du was Chinesisches. Oder was ist das? Kannst du da was zu erzählen? Was das ist? Nee, das habe ich in Italien im Müll gefunden. Ich kann an dem Müll, wenn ich komme, dann muss ich nachschauen. Ja, auch mit den Scherben. Ne? Du sammelst gerne Scherben auf. Genau, wo hast du die Scherben nochmal? Genau, damit hast du deinen... Ist das der Küchen? Nee, das sind Schubladen. Genau. Die klebst du da drauf. Und ja, das sind hier alles Kronkorken. Und mein Schmuckstück. Ah ja, genau, das Bad. Genau, da hast du ja auch die ganzen Scherben verbaut. Genau, super. Ja, und eigentlich hatte ich ja vor, hier nur einen Tag zu verbringen in Bad Reichenhall. Aber ich denke mal, ich werde noch 1-2 Tage länger bleiben. Weil, Beppi, was hast du jetzt in den nächsten 1-2 Tagen eigentlich vor? Was wolltest du mir zeigen? Also, ich in 2 Tagen... Soll schön werden. Und da würde ich dir gerne die Hochries zeigen. Ja, da könnte man ja den schlechten Tag, den es morgen wahrscheinlich gibt, für die Therme nutzen, oder? Ja, genau. Genau. Ja? Genau. Das heißt, wir gehen einen Tag in die Therme. Ja. Aber muss ich überlegen, was ich mit Kotten mache. Denn, also Kotten kann ich natürlich ein paar Stunden, kann ich den alleine lassen. Da mal überlegen. Also der müsste morgens sein Futter bekommen. Wann macht die Therme auf? Und wie viel Uhr? Ungefähr 9 Uhr, 10 Uhr. 10, ja. Ich denke mal so für
Nachmittag. Ja, für 4, 5, 6 Stunden wäre es kein Problem. Ja, das genau. reicht ja. Genau, dann gehen wir in die Therme und genau, Hochries spare ich mir dann auf, wenn es schöner wird, ne? Oder? Übermorgen ist auch noch schlecht. Ja, müssen Soll's wir schauen. Doch, es gibt ja kein schlechtes Wetter. Genau, und außerdem, die Wettervorhersagen, die sind ja auch nie so hundertprozentig. Es gibt noch die Möglichkeit, da gibt es die älteste Seilbahn der Welt. Ist hier in Bad Reichenhall? Ja, im Predigtstuhl hoch. Okay. Den sieht man von hier. Ja. Sieht man den Predigtstuhl, aber die fahren nur bei schönem Wetter. Ah, okay. Dann sehen wir mal. Genau, wir sehen mal. Mal schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Ich bin ja flexibel in meiner Zeitgestaltung und schauen wir mal. Einfach. Auf jeden Fall dann übermorgen, heute ist Montag, Dienstag, genau. Mittwoch, Donnerstag, 2 Tage an der Hochries. Unbedingt. Okay, musst du sehen. Alles klar. Am Chiemsee, mit Blick über Bayern. Am Chiemsee ist die. Chiemsee, das heißt, wir fahren wieder sozusagen ein Stückchen zurück. Ne? Zurück, ja. Weil vom Chiemsee komme ich gerade, bevor ich zu dir gekommen bin hier. Ja. Ich hab ja gesagt, eigentlich hätte ich ja eine Stunde früher hier sein sollen, aber ich habe noch einen Stopp gemacht am Chiemsee. Der Ort hieß, wie hieß der Ort? Da gibt es auch ein großes Strandbad. Prien. Nee, nicht Prien. Am äußersten östlichen Rand. Übersee, genau. Ich habe in Übersee einen Stopp gemacht, bin ich mit Kotten noch mal ein bisschen rausgegangen. Und es war sehr windig. Das war ein ideales Wetter für Surfer. Da waren viele Surfer am Chiemsee. Okay, und am Chiemsee ist der Hochries. Ja. Der Hochries ist ein Berg, oder? Hochries ist der Berg. Ja. Also auf der anderen Seite von der Autobahn, yeah, okay. Letztlich, da ist das Samerberg, heißt es. Okay. Das sind die Voralpen und dann kommen die Alpen, so richtig die Berge. Ja. Ne? Und da ist also unter anderem die Hochries und das ist ein wunderschöner Berg. Wenn man dort oben steht, da sieht man ganz Bayern. Ah, super, okay. Ne, das ist ein guter Tipp. Schauen wir mal, wie das Wetter wird. Und die Paraglider sind auch da. Mm. Ist auch so schön, wenn die so rumsegeln mit ihren farbigen Schirmen und so. Hast du das schon mal gemacht, Paragliding? Das traue ich mich nicht. Traust du dich nicht? Ich bin eingeladen worden zum Tandem. Ja, also ich würde es gerne mal ausprobieren. Wenigstens einmal. Ja, kannst du da dort machen. Ja, also ich mache, oder ich probiere gerne mal so neue Sachen aus. Jetzt im Frühjahr, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe dir wahrscheinlich das Video geschickt, das verlinke ich auch mal hier oben, bin ich das erste Mal in meinem Leben richtig getaucht. Scuba Diving, also richtig mit Sauerstoffflasche in Bali. Und das war ein wunderbares Erlebnis, das war toll. Also ich probiere immer gerne so neue Sachen aus. Mhm. Bist du schon mal getaucht? Ja. So aber nicht geschnorchelt, sondern richtig getaucht mit Sauerstoff? Und wo bist du getaucht? Das war an einem See im Schwarzwald. Ich weiß nicht mehr. Da gibt's Titisee. Titisee, genau, Titisee. Aber ich habe es nicht mehr gemacht. Ich habe so eine Schule gemacht ne, und da habe ich mitgemacht, aber kannst du dich dann da noch dran erinnern, der Titisee, ist der klar oder so relativ trüb? Kannst du dich noch klar? Klar? Ja. Und du hast es nicht genossen? Nee, ich hatte Probleme mit der Luft. Ah, okay. Ja, das fordert auch eine gewisse Gewöhnung und Technik. Ja. Genau. Also Leute, ich glaube für heute mache ich jetzt mal Schluss mit dem Video. Ich zeige euch aber morgen vielleicht nochmal ein paar Dinge hier im Wohnmobil von Beppi. Wie gesagt, ein Video darüber habe ich schon gemacht, aber das verändert sich ja jedes Jahr. Aber mit Beppi kann man über alle Dinge des Lebens sprechen. Er ist ein sehr gebildeter, weiser Mann, hat viel Lebenserfahrung. Und alleine die Dinge, die man hier in seinem Wohnmobil entdeckt, die bieten Gesprächsstoff für Stunden. So I just switched to English, my friend. So actually, I'm sorry, but I was just talking German with Beppi. So Beppi is an old friend of mine. I met him 2 years ago in Italy, and you see his fascinating
van with a lot of memories and souvenirs from all over the world. So he traveled a lot, and actually when I'm always meeting Bebby, we can talk hours. It's really amazing what this guy has experienced in his life. Okay, so see you. Ciao. Next time. Bye bye.